Jedes Jahr im Januar wird in Berlin an die Revolutionäre und Mitbegründer der Kommunistischen Partei Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert. Übermorgen jährt sich ihr Todestag zum 100. Mal. Heute gab es wieder einen großen Trauerzug mit dem Ziel Gedenkstätte der Sozialisten am Friedhof, Zentralfriedhof Friedrichsfelde. Dort, wo die Gräber von Luxemburg und Liebknecht, aber auch anderen Sozialisten sind. Vorneweg Politiker der Linke, Bezirks-, Landespolitiker, aber auch Bundestagsabgeordnete wie hier Sarah Wagenknecht oder Dietmar Bartsch. Und es waren wieder tausende Menschen, die vom Frankfurter Tor bis hin zur Gedenkstätte zogen. Wie auch in den Jahren zuvor hatte die Linke dazu aufgerufen. Natürlich kamen viel ältere Menschen, die auch früher schon am Todestag der beiden Blumen und Kränze niederlegten. Aber das Erstaunliche, es waren noch viele Junge darunter. Also jene, die die Pflichtdemos zu DDR-Zeiten ja nur vom Hörensagen kennen. Frankfurter Tor am Morgen, 100 Jahre nach dem Mord an den Sozialistenführern. Über ein Vierteljahrhundert nach staatlich verordnetem Gedenken in der DDR. Doch es kommen nicht nur Alte, sondern auch Junge, die die DDR nicht erlebt haben, die in stabiler Demokratie leben, ohne Straßenterror oder Hunger wie zu Luxemburgs Zeiten. Weil wir immer noch im Kapitalismus leben und es nach wie vor große Verwerfungen gibt auf dieser Welt. Und wir natürlich überlegen müssen, wie wir diese Welt besser machen können. Und da muss man aus der Geschichte lernen. Ich sehe mich in der Mitte einigermaßen der Gesellschaft, aber ich sehe, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht, die härter arbeiten, als ich es wahrscheinlich tun werde. Das halte ich für ungerecht, aber ich sehe auch, dass es Leute über mir gibt, die weniger arbeiten, deutlich weniger arbeiten und eben deutlich mehr kriegen. Ja, wir haben keinen Hunger hier bei uns, aber Hunger auf der Welt gibt es durchaus. Und die Frage ist natürlich auch, die Demokratie, die wir haben, die parlamentarische Demokratie, ist sie so, wie sie ist? Ist sie denn perfekt? Ist sie das Beste, was wir haben können? Oder können wir eigentlich noch was viel Besseres haben? Und die Frage ist natürlich auch, wer regiert wirklich oder wer herrscht? Sind es die Konzerne oder sind es wirklich die Politiker, die wir ins Parlament wählen? Das hat sich damals wie heute nicht geändert. Tausende ziehen über die Frankfurter Allee Richtung Lichtenberg. Etliche in gelben Westen, nach dem Vorbild der jungen französischen Protestbewegung. So Taxifahrer Rumen Milku, der um seinen Job fürchtet, falls der amerikanische Internetfahrdienst Uber weiter expandiert. Wo aus einem jetzt schon prekären Job, ich sag mal einen Bangladesch-Job, gemacht wird. Immer mehr Leute können nicht mehr von ihrer Händearbeit leben, von Rente ganz zu schweigen, was auf uns drauf zukommt. Und da sollte man rechtzeitig auf die Straße gehen. Ein friedlicher Marsch zum Friedhof Friedrichsfelde. Friedlicher als zuletzt etliche Demonstrationen in Frankreich. Dennoch zeigen sich hier viele begeistert von den Protesten im Nachbarland. Zum Beispiel diese Gewerkschafter. Ich finde nicht ausreichend, was unsere Gewerkschaft macht. Ja, wir sollen unbedingt auf die Straße wie die Franzosen. Dass nicht die Renten weiter gekürzt werden, die Löhne gekürzt werden, dass das Arbeitsrecht verschärft wird. Wie kommt es denn, dass die Franzosen richtig was bewegen? Hier ist relativer Stillstand. Das ist schon eine historische Tradition in Frankreich. Und hier in Deutschland ist alles ziemlich verkopft und auf der anderen Seite korrumpiert durch Konsum. Also ich denke nicht, dass es den Leuten hier zu gut geht. Ich denke, einer Masse von Menschen geht es sogar sehr schlecht. Was momentan fehlt, ist sozusagen ein Funke, der diesen Frust nach außen trägt. In Berlin, auch bei hiesigen Gelbwesten, an diesem Tag eher stilles Gedenken als lauter Protest. Weit über 10.000 Menschen kamen. Laut Polizei blieb alles friedlich. Wir haben bei uns im Studio jetzt der Historiker Ernst Pieper. Er hat die neueste Biografie von Rosa Luxemburg geschrieben, ist damit auf Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste. Schönen guten Abend, willkommen. Guten Abend, Herr Thal. Woher rührt denn aus Ihrer Sicht das große Interesse heute noch 100 Jahre nach dem Tod von Rosa und Karl an den beiden? Also wenn wir jetzt diese Demonstration zum Ausgangspunkt nehmen, da kommen sicherlich sehr unterschiedliche Gruppen von Menschen zusammen. Da gibt es natürlich auch manche alte SED-Kader, die dort vielleicht aus Gewohnheit oder auch aus nostalgischen Gründen gerne teilnehmen. Wobei, es ist gerade gesagt worden, es war eine Pflichtdemo, das war es gerade nicht. Der 1. Mai war eine Pflichtdemo in der DDR. Diese Demonstration war zwar staatlich in ihrem Ablauf genau reglementiert, aber wer dorthin geht, ging, hat es eigentlich freiwillig gemacht. Aber es war schon gern gesehen, wenn man da ja, hingegangen ist. Ne? Also aber es sind ja auch viele junge Leute da, die sicherlich wieder ein ganz anderes Bild von Rosa Luxemburg haben. Also sie war immer
immer ja eine Projektionsfläche für die unterschiedlichsten Erwartungen und auch Befürchtungen. Sie hat ja, was fasziniert Sie da? Kommen wir da schon, was Sie daran so fasziniert, dass Sie ihr eine ganze Biografie gewidmet haben? Ja, und sogar ist sie auch noch etwas dicker geworden als geplant. Ich habe mich ja in meinem früher, auch mit meinem letzten Buch sehr intensiv mit der Zeit des Kaiserreichs beschäftigt, also 1871 bis 1914. Und man muss sagen, in der europäischen Arbeiterbewegung war sie mit Abstand die berühmteste und auch die bedeutendste Frau, die jemals dort tätig war. Also ihr großer Widersacher Lenin war ja sozusagen ein kleiner Wicht damals, den kannte kaum jemand. Und sie war eine sehr prägende Gestalt, auch in der sozialistischen Internationale, und spielt deswegen auch natürlich eine ganz zentral wichtige Rolle bei der Spaltung der Arbeiterbewegung, die ja bis heute fortbesteht. Und das, was Sie gesagt haben, Lenin hat sie ja auch kritisiert, auf der Gewaltanwendung wegen. Dann wurde das in der DDR wieder eine Kehrtwende, dann wurde sie glorifiziert. Dann hat die Opposition ja ihr Zitat, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, zu eigen gemacht. War sie wirklich so tolerant? Also Lenin war ihr großer Widersacher. Und er hat sie sehr ernst genommen. Sie war die einzige Kritikerin, wo er sich überhaupt die Mühe gemacht hat, zu antworten, weil er wusste, was sie für einen gewaltigen Einfluss hat. In der DDR ist ihr Andenken ja sozusagen sehr zweigeteilt gewesen. Also die tote Rosa Luxemburg war natürlich sehr wichtig. Also das war eine ganz zentrale Heiligenlegende für den Gründungsmythos und die Selbstdarstellung der DDR. Während mit der lebenden Rosa Luxemburg hatte man ja große Probleme. In der Zeit, auch als im Westen ihr Werk lieferbar war, es in der DDR eigentlich verfemt. Der Luxemburgismus war was ganz Schreckliches. Wir wollen gleich weiterreden, weil Sie gerade die lebende Rosa Luxemburg, wir wollen uns mal was anschauen, und zwar, wo lebten, wirkten und starben Luxemburg und Liebknecht die letzten Lebenstage und die wenig bekannten Spuren im Kiez, hat Uli Zelle mal aufgespürt. In Schöneberg treffe ich den Vorstand der Luxemburg-Stiftung, Jörn Schüttrumpf. In dieses bürgerliche Idyll zog es die Sozialistenführerin. In Polen geboren, kam sie über Zürich nach Berlin, zunächst nach Moabit, dann hier in die Wielandstraße 23. Sie floh aus der steinernen, dunklen und für sie auch unheimlichen Stadt, hier raus ins Grüne. Damals lag Schöneberg noch am Rand der Großstadt. Sie bezog eine kleine Wohnung für 80 Reichsmark. Die Anfänge in Berlin waren nicht leicht, als Polin mit jüdischen Wurzeln, aber das war nicht ihr Problem. Ihr Problem war, dass sie eine Frau war, ihr Problem war, dass sie eine Intellektuelle war, und ihr Problem, das war dann ihr Privates, war, dass sie behindert war. Ein Bein war verkürzt, was sie stets geschickt durch Gangart und Kleidung kaschierte. 1902 zog sie in die Kranachstraße, in eine größere Wohnung. Diesmal mit ihrem Partner und einem Dienstmädchen. Der USPD-Mann Karl Kautsky lebte in der Nachbarschaft und andere Genossen, auch in Steglitz. Hier wohnte auch Wilhelm Pieck. Also Steglitz war die rote Hochburg. Und es war nicht ganz zufällig, dass am Anfang 1919 sich zwei KPD-Organisationen in Berlin bildeten. Eine war nicht so überraschend, das war die Arbeiterhochburg Neukölln. Aber die andere war sehr überraschend, das war das bürgerliche Steglitz. Karl Liebknecht betrieb mit seinem Bruder eine Anwaltskanzlei in der Chausseestraße. Am 9. November 1918 rief er vor dem Berliner Schloss die Freie Sozialistische Republik aus. Wenig später gründete sich im Festsaal des heutigen Abgeordnetenhauses die KPD. Da ist am 30. Dezember 1918 eine Reichskonferenz von verschiedenen linken Gruppen zusammengetreten, die am 30. dann eine kommunistische Partei gründete. Das Jahr 1919 begann unruhig mit Demonstrationen, Straßenkämpfen zwischen Spartakisten und konservativen Freikorpseinheiten. Konterrevolutionäre forderten auf Flugblättern „Tötet Liebknecht“. Luxemburg und Liebknecht waren gezwungen, unterzutauchen. Zum ersten Mal lebten sie zusammen in der Mannheimer Straße in Wilmersdorf. Ein Foto, was nach ihrer Festnahme vor dem Haus entstand. Zuvor hatte Liebknecht hier noch weiter Arbeiterdelegationen empfangen und agitierte. Der redete am Tag, weiß ich, 10 Reden an jeder Straßenecke. Also er war der Agitator und sie war der Kopf. Am 15. Januar wurden sie abgeführt und in das Eden-Hotel gebracht, das damals gegenüber vom Berliner Aquarium lag. Es war das provisorische Hauptquartier der sogenannten Garde-Kavallerie-Schützendivision. Sie wurden verhört und geschlagen. Der verantwortliche Kommandeur hieß Waldemar Papst. Ob er auf telefonische Anweisung oder selbstverantwortlich handelte, ist unklar. Luxemburg wurde vor dem Hotel in einem Auto erschossen. Und ein Offizier sprang
zu diesem Auto hin und erschoss sie durch die Hintertür, also durchs Fenster. Die Tote wurde in den Landwehrkanal hinter dem Zoo geworfen. Sie wurde erst 4,5 Monate später geborgen. Mit Liebknecht fuhren die Mörder in den Tiergarten, ließen ihn dort aussteigen, erschossen ihn von hinten und lieferten die Leiche als unbekannten Toten bei der Polizei ab. Rosa Luxemburg wurde im Juni beigesetzt. Die Gräber wurden später von den Nazis dem Erdboden gleichgemacht. Im Tiergarten erinnern heute am Neuen See und am Landwehrkanal Denkmäler an die beiden. Und in Mitte wird an Luxemburg und Liebknecht zusammen erinnert. Mit dem Karl-Liebknecht-Haus und den Zitaten Luxemburgs in den Straßen rund um die Volksbühne. Ja, Herr Bieber, warum wirkt insbesondere Rosa Luxemburg bis heute so als Symbolfigur? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum Ersten war sie eine wirklich bedeutende Denkerin, die ein Werk hinterlassen hat, mit dem man sich auch heute noch auseinandersetzen kann. Hannah Arendt hat sogar gesagt, sie sei die bedeutendste Fortsetzerin des marxischen Denkens gewesen. Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Karl Liebknecht hat nur Parlamentsreden im Wesentlichen und hinterlassen. Zum Zweiten glaube ich, wenn eine Frau ermordet wird, das erregt die Gemüter dann doch immer noch mal in ganz besonderer Art und Weise. Und ihr herausragender Lebensweg ist auch, glaube ich, heute noch wirklich sozusagen faszinierend und von Interesse. Bleiben wir ganz kurz bei der Frau. Wenn wir uns Sarah Wagenknecht anschauen, die ja heute auch dabei war. Sie wirkt ja optisch ziemlich ähnlich wie Rosa Luxemburg, also die strengen Haare nach oben und so. Also das ist so ein bisschen, ist das jetzt die optische Ähnlichkeit oder auch inhaltlich? Also das ist ja früher manchmal gesagt worden, dass sie immer ihre Frisur nach den Fotos von Rosa Luxemburg zu gestalten. Das lassen wir mal dahingestellt. Also inhaltlich würde ich sagen, gibt es da doch nicht so wahnsinnig viele Ähnlichkeiten. Das herausragendste eigentlich an Rosa Luxemburg war ihr unbedingter Internationalismus, weswegen sie auch in ihrem Geburtsland Polen ja bis heute sehr unbeliebt ist. Sie gilt geradezu als Landesverräterin. Sie wollte den Nationalstaat nicht wieder errichten. Wenn ich mir ansehe, die ganzen Gedankenspiele von Frau Wagenknecht über einen nationalen Sozialismus, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Also wenn man es pointiert sagen würde, Rosa Luxemburg hätte sich bestimmt nicht in einer gelben Weste vors Kanzleramt gestellt. Okay. Insofern. Gut, das wollen wir mal so stehen lassen als Schlusssatz. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie bei uns waren, Herr Pieper.